Kennt einer von euch diesen Mann? Ich hoffe nicht. Denn dann würde die nächste Frage nicht so spannend. Wenn dieser Herr bei euch klingelt, seid ihr ab sofort A. Millionär, B. Single oder C. Vater. Wenn dieser Herr bei euch klingelt, seid ihr ab sofort. Boah. Ja. 10 Sekunden. Die Frage auch an uns. Beide Teams sind wieder voll im Boot. Ich kenne den. Ja, hast du nicht. Ja, meinst du? Also ich wollte es nicht nehmen. Nee, das ist deine Entscheidung gewesen. Ja. Linda, ihr stellt euch so den Millionenüberbringer vor? Ganz klar. Ja, wegen der Krawatte. Er macht so oft seriös. Ja. Und ihr sagt, das ist der Überbringer von Vaterschaftstest? Also wir beide hätten auch A gesagt. Ich hätte Single nehmen und dann haben wir C. Er ist Storch. Nee, Jörg, du hättest Single genommen? Ja, das ist der Schlussmacher. Den kann man ja buchen und der kommt und macht Schluss. Ja. Ist ja schön, dass ihr das beide, beide Teams die richtige Lösung kennen, aber was anderes tippen. Also das muss man nicht verstehen. B war die richtige Antwort. Warum hat es keiner genommen, wenn ihr es wisst? 130 Punkte habt ihr gerade verpasst. Und das ist der Schlussmacher. Das ist Peter Treichel aus Wien. Und den kann man buchen für schlappe 365 Euro. Der kommt dann morgens vor allen Dingen klingeln. Weil er die Erfahrung hat, morgens sind die Leute sozusagen auf dem Weg zur Arbeit, da nehmen die das jetzt nicht so schwer, wie wenn sie abends dann lange drüber nachgrübeln können. Er kommt sehr stilvoll mit Shampoos, mit Schokolade und Taschentüchern. Wir wissen nicht genau, wofür die Taschentücher sind, aber man bucht ihn und ratet mal, wer ihn am meisten bucht. Die Frauen. Frauen um die 40 sind seine Top-Kunden. Und dann, was macht der? Der sagt dann dem Mann, der daneben ist, die möchte nicht mehr. Sie ist gar nicht da, oder? Sie ist gar nicht mehr da. Er überbringt die Nachricht, dass sie lebt schon 5 Jahre mit ihrem neuen Kerl zusammen. Ja. Also klar. Und dann hast du doch noch gemerkt. Aber ich fand die eine Statistik interessant, dass 70% derjenigen, die diese Botschaft übermittelt bekommen, waren auch erleichtert. Das heißt, die meisten sind da jetzt nicht so wahnsinnig geschockt, weil sie schon ahnen, dass das irgendwie nicht mehr... Ich habe Shampoos aufgemacht. Ne? Alter, komm rein! Und was ich auch für mein romantisches Herz schön fand, jedes fünfte Paar rauft sich danach wieder zusammen. Oh... Also, wir reden über das Thema Fernbeziehungen und das geht viele an.